Hallo und herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge über Differentialgleichung. Und diesmal versuchen wir, Differentialgleichung tatsächlich zu lösen, und zwar analytisch zu lösen, nicht geometrisch. Und dazu sehen wir uns die einfachste Klasse an, und das sind separierbare Differentialgleichungen. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, also ob eine Differentialgleichung zu lösen ist, hängt sehr stark von dieser Funktion f hier ab. Und im Falle von separierbaren Differentialgleichungen sieht diese Differentialgleichung dann folgendermaßen aus. Also y' mal irgendeiner Funktion g von y gleich eine Funktion h von x. Oder auch in expliziter Form, das wäre dann y' gleich h von x durch g von y. Jetzt zeige ich zuerst mal die intuitive Variante, die vielleicht nicht mathematisch nicht ganz so sauber ist, aber jedenfalls gut zu verstehen. Und die erhält man, wenn ich jetzt y' wieder schreibe, als dy nach dx. Und dann versuche ich, die Variablen zu trennen. Das heißt, ich multipliziere diese Gleichung hier mit einmal mit gy und einmal mit dx und erhalte dann gy mal dy gleich h von x mal dx. Und mathematisch ist es natürlich nicht ganz sauber, mit dx zu multiplizieren. Aber wenn ich eine Differentialgleichung in dieser Form sehe, wie sie hier ist, dann ist ganz intuitiv der nächste Schritt, auf beiden Seiten zu integrieren. Und das machen wir jetzt mal. Und dann bekomme ich auf beiden Seiten noch Integrationskonstanten dazu. Also sagen wir hier plus ch und hier noch eine Integrationskonstante cg. Und die kann ich jetzt auch zusammenfassen in einer gemeinsamen Integrationskonstante. Also erhalte ich insgesamt eine Konstante c plus Integral g von y dy gleich Integral h von x dx. Und das ist jetzt einfach die Lösung der Differentialgleichung, denn es ist eine Gleichung, in der die Ableitung y' nicht mehr vorkommt und es ist eine parametrisierte Kurvenschar in der Ebene. Okay, so einfach ging es hier. Wir werden das jetzt gleich dann noch am Beispiel ansehen, aber jetzt gucken wir uns noch mal eine etwas sauberere Version an, auf diese Lösung zu kommen, ohne mit dx zu multiplizieren. Also wenn Groß H gleich Integral h dx die Stammfunktion von klein h ist und Groß g gleich Integral g dy die Stammfunktion von klein g ist, dann bedeutet diese Gleichung hier nichts weiter, als dass die Ableitung von Groß H nach x gleich der Ableitung von Groß g nach x ist. Also d nach dx von Groß H ist gleich d nach dx von Groß g. Denn g ist ja eine verkettete Funktion, also verkettet mit y. Und das heißt, das ist hier die Ableitung von d nach dy von Groß g mal die Ableitung von dy nach dx. Und genau das steht ja hier. Also das ist dann die Ableitung von Groß g nach y ist klein g und die Ableitung von y nach x ist y'. Okay, und wenn die Ableitungen gleich sind von diesen beiden Funktionen h und g, dann unterscheiden sich die beiden Funktionen eben nur um eine Konstante. Also dann ist h plus c eine Konstante gleich g. Und genau das steht hier. Also hier, das hier ist die Funktion g und das hier ist die Funktion h. Und die unterscheiden sich um eine Konstante. Also bin ich zur selben Gleichung gelangt wie durch diese etwas intuitivere, aber mathematisch nicht ganz korrekte Version. Und jetzt als nächstes gucken wir uns ein Beispiel an.
Okay, also das Beispiel. Dafür brauche ich jetzt erstmal wieder etwas Platz. Schieben wir das mal hoch. Y' gleich x Quadrat durch 1 minus y Quadrat. Und jetzt schreibe ich das mal wieder so, dass ich schreibe die y nach dx gleich x Quadrat durch 1 minus y Quadrat. Und dann benutze ich diese intuitive Methode, die einfach sehr geeignet ist für separierbare Differentialgleichungen. Ich multipliziere also mit dx und mit 1 minus y Quadrat und bekomme dann 1 minus y Quadrat dy gleich x Quadrat dx. Und jetzt kann ich auf beiden Seiten integrieren und dann bekomme ich noch eine Integrationskonstante dazu. Also eigentlich, wie wir gesagt haben, auf beiden Seiten, aber die können wir zusammenfassen in einer Integrationskonstanten. Und wenn ich das jetzt hier durchintegriere, dann steht hier y minus y hoch 3 Drittel gleich x hoch 3 Drittel plus c. Und das kann ich jetzt noch etwas schöner machen, indem ich mal 3 mit 3 multipliziere. Und dann bekomme ich hier 3y minus y hoch 3 gleich x hoch 3, eigentlich plus 3c, aber das verschwindet einfach in der Konstanten. Also wir haben uns ja nicht festgelegt, wie die Konstante heißt. Und ist dann praktisch eine neue Konstante, die wir wieder 10 nennen oder sagen wir 10 Schlange. Okay, und damit habe ich jetzt meine Differentialgleichung gelöst, denn diese Gleichung enthält, also ist eine Kurvengleichung, eine parametrisierte Kurvengleichung, enthält keine Ableitung mehr. Gut, machen wir das nächste Beispiel. Dazu brauchen wir wieder etwas Platz, also schiebe ich hier mal hoch. Und das Beispiel ist jetzt, also ich verwende jetzt gleich dy nach dx für den Anfang. Statt y', das ist gleich 3x Quadrat plus 4x plus 2 geteilt durch 2y minus 1. Und diesmal ist es ein Anfangswertproblem. Sie sagen uns, dass y an der Stelle 0 gleich minus 1 sein soll. Und damit können wir dann auch eine eindeutige Lösung erwarten. Also wir machen das jetzt wieder nach unserer intuitiven Methode und multiplizieren erstmal mit 2y minus 1 und lösen auch gleich dabei die Klammer auf. Und dann bekommen wir hier 2y minus 2 dy gleich 3x Quadrat plus 4x plus 2 dx. Und das integrieren wir jetzt wieder auf beiden Seiten und addieren die Integrationskonstante c dazu. Okay, wenn ich das integriere, dann bleibt hier y Quadrat halbe, gibt es integriert, mal 2 hebt sich weg, also y Quadrat minus 2y. X Quadrat integriert gibt x hoch 3 Drittel, also kürzt sich weg mit der 3, bleibt x hoch 3 stehen, plus x Quadrat halbe mal 4 gibt 2x Quadrat plus 2x plus c. Und jetzt benutze ich meine Anfangsbedingungen und setze hier ein und dann erhalte ich hier also minus 1 quadriert gibt einfach 1. Minus 2 mal minus 1 ergibt plus 2. Und hier, das fällt alles einfach weg. Die x sind ja 0. Also bleibt hier c stehen. Okay, dann wissen wir, c ist gleich 3. Jetzt setze ich das ein und bekomme y Quadrat minus 2y gleich x hoch 3 plus 2x Quadrat plus 2x plus 3. Jetzt kann ich das Ganze in dem Fall sogar explizit nach y auflösen, indem ich hier eine quadratische Ergänzung mache. Also ich mache plus 1.
dann bekomme ich hier y² minus 2y plus 1. Und das ist aber nichts anderes als y minus 1 zum Quadrat. Deswegen haben wir diese Operation hier gemacht. Und das ist dann gleich x hoch 3 plus 2x² plus 2x plus 4. Und jetzt kann ich das nach y auflösen und bekomme dann y ist gleich 1 plus minus dieser Wurzel x hoch 3 plus 2x² plus 2x plus 4. Und jetzt ist die Lösung noch nicht eindeutig. Ich benutze nochmal meine Anfangsbedingung und setze hier nochmal ein. Und dann sehe ich minus 1 gleich 1 plus minus Wurzel aus 4. Und das kann nur sein, wenn hier minus steht. Also ist das Plus, kann ich streichen. Und die Lösung ist dann damit y gleich 1 minus dieser Wurzel x hoch 3 plus 2x² plus 2x plus 4. Und damit bin ich fertig und habe meine Lösung gefunden. Okay, dann bis zum nächsten Video.